Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Homebrew, die mit dem DS Game Maker gemacht wurde. Das ist nämlich so ein grafisches Programmiertool für den DS. Beziehungsweise ein grafisches Programmiertool, womit man DS-Anwendungen schreiben kann. Und damit ist es ziemlich unprofessionell, aber es funktioniert immerhin. Und es gibt auch ein paar coole Projekte, die damit zustande gekommen sind, zum Beispiel dieses hier. Und zwar ist das Ganze hier relativ ähnlich zu Doodle Jump. Hier muss man nämlich auch immer nach oben springen und dann gibt es hier Blöcke, auf die man nicht rausspringen kann. Und es gibt auch eine andere Version von dem Spiel, also beziehungsweise einen besseren Doodle Jump Klon, der Scribble Jump heißt. Und an den kommt das Ganze hier nicht an, aber es ist trotzdem schon ganz lustig zu spielen. Und auf jeden Fall einen Blick wert. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht so fortgeschritten oder so, aber es ist ganz lustig. Es erinnert auch so ein bisschen an Rapid Roll, was ich auch, glaube ich, schon mal vorgestellt habe. Und was echt ein sehr gutes Homebrew-Spiel ist. Wobei es gar nicht kompliziert ist, sondern es ist einfach nur lustig und das viel mehr muss ein Homebrew-Spiel eigentlich auch gar nicht bringen, um gut zu sein. Finde ich. Was dieser Environment Change Button da unten bringt, weiß ich nicht. Draufklicken kann man zumindest nicht. Und das Ganze geht, glaube ich, immer weiter und dann kann man irgendwie versuchen, möglichst guten Score zu bekommen. Wobei FatLeap leider nicht unterstützt wird, glaube ich. Also der Score wird nicht gespeichert, sondern man beginnt halt immer wieder komplett vorne, ohne dass man weiß, wie man letztes Mal gewesen ist, wenn man es sich nicht merkt. Und ich würde mal sagen, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Danke fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich gerne in den Kommentaren an mich wenden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.